Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu halten mit dem ganzen Gelaber immer. Deswegen heute im Video fahren wir meine 300er ein. Ihr seht, 300er strahlt wieder wie ein Neufahrzeug. Jetzt fehlen nur noch Carbonteile und Dekor. Das mache ich aber dann in einem anderen Video. Und ja, heute fahren wir das Ding einfach mal ein. Was soll ich groß sagen? Es geht los mit ganz, ganz wenig Drehzahl. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ey, wenn ich nur das Standgas höre, es fühlt sich so butterweich an. Jetzt geht's los. Kein Stress, okay? Gar kein Stress erstmal. Willst du Tinte? Hier. Abflug jetzt und links. Alter, ist das geil! Alter, ich muss so soft die Gänge einlegen. Es ist brutal. Es ist einfach alles neu. Kupplung, Getriebe, Kolben, Zylinder. Alles einfach. Es funktioniert wie ein neues Motorrad. Alles geht. Alter, geil. Es fühlt sich so alles so smooth an. Ja. Ganz wild. Also ich lege meinen Fuß echt in Slow Motion auf den Hebel. Also ich halte mich die ganze Zeit so im dritten oder zweiten Gang auf. Für die langsamen Sachen jetzt eher der zweite. Ist das geil! Endlich wieder auf dem Moped! Junge, Alter. Fischwachse! Oh! Nimm die äußere, Junge! Wo willst du lang? Kurzer Break, Timeout, Timeout, Timeout! So, Leute! Ihr habt gesehen, es ging direkt ins Gelände, nicht so wie ich eigentlich dachte, erstmal ein bisschen über die Wiese hoch und runter, sondern eigentlich direkt, wo man sie auch braucht. Es ging allerdings erstaunlich gut, muss ich sagen, also auch Balance und so,
Ich bin jetzt echt lang nicht mehr gefahren. Eigentlich das letzte Mal da, wo ich mir die Hand aufgeschnitten habe hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Hier ist noch die Narbe. Dafür läuft es echt top und ich muss wirklich sagen, alles butterweich. Es springt an, jeder Gang. Ich gehe so soft mit meinen riesigen Latschen. Gehe ich so vorsichtig da drauf. Und ich spüre einfach, wie perfekt das Metall alles ineinander greift. Und einfach zu 100% alles funktioniert. Es ist unglaublich geil gerade. Und jetzt fahren wir einfach mal weiter und dann bekommt ihr ja so einen Eindruck, wie ich fahre. Also ich versuche jetzt auch einfach nur, hohe Drehzahl zu vermeiden, Gänge soft einlegen, nicht so lange die Kupplung rum zu benutzen. Auch wenn man steht auf der Kupplung, ist er eigentlich nicht so gut. Und so alles einfach mal schonend einfahren. Ganz so das Redevideo, ist jetzt doch sehr viel fahren geworden, aber das wollt ihr ja glaube ich eh sehen. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich bin sehr zufrieden, das Teil, ich freue mich schon, wenn Dekor und die neuen Carbon-Teile sind. Jetzt ist es leider ein bisschen dreckig, aber es fährt sich so clean, Leute, das ist so unglaublich. Ich war jetzt nicht einmal im Reso, ich hoffe, der funktioniert überhaupt. Ist sehr geil auf jeden Fall und ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ja jetzt mehr so technisches Fahren und nicht so auf die Fresse. Aber in diesem Sinne, nächstes Video einzappen. We see us. See you next video. This is fucking Germany, man. Ja, ist schon wieder vorbei, der Sonnenuntergang. Die Sonne ist schon wieder weg.